Yellow, der Kaltakquise-Tipp Nummer 3, ist, wir sind jetzt soweit, wir haben Interesse generiert, ja, wir haben sozusagen das Gespräch ist zustande gekommen und jetzt ist es das Allerwichtigste, dass wir offene Fragen stellen. Offene Fragen, damit wir den Gegenüber dazu bringen, dass er das Erzählen anfängt. Denn wir sind als professionelle Kaltakquisiteure, ja, nur zu 20% maximal, ja, dabei zu reden und zu 80% oder mehr dabei zuzuhören. Das ist unser Job. Ja. Es ist nicht unser Job, das was häufig auch falsch in der Annahme ist, viel zu labern, ja, also bla bla bla, das ist nicht unser Job. Und das, ich habe immer wieder Leute erlebt, die das schon ewig machen, ja, also oder zumindest angeben, wie es richtig zu, also davon leben auch teilweise, aber eben schlecht davon leben, von der Telefonakquise, weil sie viel zu viel reden, weil sie viel zu sehr von sich selbst überzeugt sind, mit einem riesigen Ego, ja, an die ganze Sache rangehen und meinen, sie sind der Superverkäufer und wie toll er hecht und ja, ich glaube, ihr habt die Idee ganz gut erkannt und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, musst du dich ja nicht outen, aber vielleicht die Sache ein bisschen überdenken, wenn deine Resultate dann letztendlich nicht so stimmen, ja, und das könnte eine Möglichkeit sein, ja, also viel zuhören, das Ganze zum, den Gesprächspartner zum Reden bringen, ja, indem ich einfach, wie ich schon im Vorvideo, ich verlinke es hier nochmal im Vorvideo, Kaltakquise Tipp 2 schon gesagt habe, die Schmerzpunkte sozusagen rauskitzeln und jetzt mit offenen Fragen nachsetzen, um dann zuhören und dann nur noch Informationen aufsaugen, niederschreiben. Ja. Wir sind Informationssammler. Ja. Bis gleich zum Tipp Nummer 4. Bis gleich, ciao.